So. Ich hab gesagt, ich bin soweit. Ganz hinten. Das wird spaßig. Okay, da kommst du vorbeigeschossen. Du versuchst es also nicht. Ich krieg nur Strafen. Oh! Den hast du mir schon für die Nase gedreht. Und ich muss alle wieder vorlassen. Ja, ich bin vorbei. Du bist das. Warum bist du so weit hinten? Ich hab wie immer den Start etwas verpennt wohl. Weil ich wollte keinen Fehlstart machen. Außerdem bin ich ja von 11 gestartet. In der ersten Kurve bin ich das alles etwas vorsichtiger angegangen. Und dann war ich, glaube ich, war auf 13 zurück oder so. Hab da nicht so ganz drauf geachtet. Und dann in der Kurve davor bist du innen rein und hast überholt, nein! Beziehungsweise zwei abgeräumt. Ich bin raus. Das ging schnell. Bis einer voll hinten rein. Fährt noch, aber... alles kaputt. Wow. Ich... Wie Kollision? Wo war denn da die Kollision? Ja, der ist mir auch voll. Ich muss gleich mal gucken, ob der eine Strafe bekommen hat, dass er mir voll reingefahren ist. Wer war's? Ich schieße ihn ab. Ich weiß es nicht. Der Gast und hat eine Strafe bekommen. Wow. Das war mein Frontflügel. In die Boxen hier. Okay, ich sollte vielleicht etwas eher bremsen mit dem kaputten Frontflügel, habe ich das Gefühl. Das gibt's doch nicht! Exit now! Warum bin ich im Multiplayer eigentlich so scheiße? Weil du da nicht zurückspulen kannst. Dann mach ich hier Single Player, das auch nicht. Doch. Echt? Ja, hab ich noch nie benutzt. Ich musste das im Training schon benutzen, als ich den Reifen da ab hatte. Hat er mich nicht weiterfahren lassen, ist ja automatisch in dieses Zurückspulen gegangen. Dann geht das, aber wenn du keinen Schaden hast, geht das glaube ich nicht. In das Menü hatte ich vorher schon mal gefunden, als ich meine Knöpfe wild durchgedrückt habe, alles, was ich hier habe. Um zu testen, wo was belegt ist.
Okay, we need some energy harvesting. Reduce ERS deployment. Wir brauchen mehr Energie. Ich soll das ERS-Deployment reduzieren. Ja, das steht auf automatisch. Lass das mal so. Also, könnte ich nicht ändern. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich bezweifle, dass ich es benutzt habe. Letzte Runde von dir. Ja, dann krieg ich immer einen extra Punkt. Es gibt einen Punkt? Ja, schnellste Runde gibt einen extra Punkt in der. Okay, Frontflügel ist. Seit wann? Ja. Jetzt habe ich. Ich glaube, ich bin auch ein paar Jahre. Ja, das kann ich vergessen. Ah! Wird zum Wenden und der Frontflügel ist auch wieder komplett hin. So, ich muss eine Runde langsam fahren im fünften Gang. Langsam im fünften Gang? Weil ich sozusagen durch die Kurven komme. Ach so. Ja, quasi einfach nur noch geradeaus. Ich hab wieder keinen Flügel. Okay, gap ahead is 19.8 seconds. Ich muss noch 19,8 Sekunden aufholen. Ja. Ja, und ich 2 Minuten. Zum vorletzten. Ich bin überrundet. Und bremst hier aus. Ja, ich muss sie eigentlich durchlassen. Regen? Die werden transparent. Die können einfach durchfahren. In 10 bis 15 Minuten Regen. Es ist strahlend blauer Himmel, hier stehen Palmen. Aber gleich gibt's Regen. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. Wir haben einen Unfall gebaut. Sehr schön. Caution, caution. Caution, caution.
caution, ja, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. Ich hab den aber überholt, weil er da in einer Auslaufzone stand. Schwierig ist nicht zu tun. Our gap to the car in front is 9.5 seconds. 9,5 Sekunden noch zum Vorausfahren. Von dem, der da rumsteht, abgesehen. Oh, für mich sind die überrundeten Autos, also die, die mich überrundet haben, auch transparent. Mhm. Ja, das kommt man irgendwo einstellen, diese Transparenzdinger. Das ist wieder vorbeilassen, aber bin ich deutlich schneller. Nein! Das war's. Kaputt? Ganz kaputt nicht, aber. Ja, die Box reparieren und weiter. Safety car deployed. The safety car has been deployed. Watch your Delta. Make sure you keep. Oh nein, das war eine schnelle Runde! Was ist denn die Delta Pace? Ja, der macht automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt Vollgas gebe. Die Zeit rechts oben darf nicht negativ werden. Da ist so eine grüne Zeit. Ja. Ich fahre sowieso gerade in die Box. Hätte ich aber. Das ist perfekt. Noch 8 Sekunden schneller fahren können. Du hast ja richtig Strategie. Mich voll, was? Strategie? Ja, während Safety Car in die Box fahren und so. Ich. Geh mal davon aus, dass Safety Car war meinetwegen. Ich hab mich rausgedreht und bin voll in die Wand. Meine Nase war weg. Also zumindest war der Flügel komplett rot. Nee, da ist auf einmal was rausgeflogen dann. Und dann habe ich zurückgesetzt. Quer über die Bahn. Da stand das Safety Car rum. Ja, hatte ich auch. Warum steht das da einfach? Kann ich dir nicht sagen, aber. Das Feld ist auf jeden Fall wieder vor mir. Also das überrundete Feld. Oh, ich darf aufholen? Aufholen darfst du, ja. Gerade hat er mich noch angemeckert, ich soll das Delta, aber jetzt ist die Delta-Anzeige weg. Jetzt ist er da. Nee, das ist Split. Solange die Delta-Zeit positiv ist, ist alles okay. Ah, was machen die vorne? Okay, der nächste Unfall. Hinterm Seid hinter Vettel. Hinterm Safety Car lang schleichen wahrscheinlich. Wir sind anscheinend gegeneinander nicht transparent. Ich soll die Schlange aufholen. Ich bin gerade Startziel. Wo seid ihr? Boxeneinfahrt. Okay, die KI hat wieder gecrashed. Boxeneinfahrt. Ihr seid hinter mir direkt. Und ich soll jetzt ruhig aufschließen. Musst du nicht unbedingt. Steht da aber. Ja, es steht da, aber wenn Safety Car vorbei ist, dann ist egal. Naja, ich kann jetzt eine ganze Runde aufholen quasi. Genau. Wenn ich das schaffen würde. Beim Kegeln die sich ja gegenseitig auch wieder raus.
Ah, das Safety Car stand da, damit der Erste dann hinterm Safety Car ist. Ah. Dass es eine Safety Car Kolonne gibt. Ich bin übrigens nicht letzter, Verstappen ist letzter. Ja, das war der, der vorhin noch gecrashed war, der da rumstand. Aber der ist anscheinend nicht ausgeschieden, oder? Weiß ich nicht, vielleicht wird er da trotzdem aufgeführt. Wie schnell fahrt ihr so? Top. Ich glaube, wenn die sich hier in der Safety-Car-Kolonne immer wieder crashen, dann... Dann sollten wir jedes Mal, wenn wir irgendwie das brauchen, ein Safety-Car auslösen. Ja, ich bin übrigens tatsächlich letzter. Es sind 9 von 9, 19 von 19 im Spiel. Also 19 sind doch... Ich bin 19 von 19, so. Oh, Leclerc hat dich überholt. Ah, da ist die Safety-Car-Kolonne. Das Safety Car gleich in die Box fährt, gibt's doch eh wieder Chaos. The car behind has come in. They're now on the soft tire. Softs on the car behind. Oh, wir fahren aber sehr langsam. Ja. Naja, ich bin auf jeden Fall wieder dran. Habe ich gleich wieder eine Chance, jemanden zu rammen und eine Strafe zu kassieren. Ich habe auch noch, ich glaube, 2-3 Sekunden Strafen. Der Wagen hinter mir ist an die Box gefahren, wird gesagt. Also vielleicht kommst du an Leclerc gleich wieder vorbei. Safety car is in this lap. Safety car ah, okay, gleich geht's weiter. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Das wird spannend. Ist das vorne Hamilton? Kein Schimmer, ich fahre hinter Kubica her, Platz 16. Eins dahinter, das ist auf jeden Fall nicht die Spitze. Oh, das ist... Ah, ich habe Angst. Repair. Weil der Erste darf entscheiden, das Tempo. Oh, ich habe einen Ferrari hinter mir. Nein, keine blaue Flagge! Blaue Flagge am Arsch! Ach, Kubica, meine Güte! Gibt's eine Taste, um das Visier abzureißen? Ich hab da Matsch drauf. Meistens ist ja noch eine Folie drauf. Ja, deswegen. Bei Grand Prix irgendwas gab's das, glaube ich. GP4 oder was hab ich da? Blaue Flagge ignoriert, 5 Sekunden Strafe, yay! Raikön sprüht Funken. Bisschen Angst, direkt hinter dem zu fahren. Die ganze Zeit dauerhaft. Yellow flag. Da steht Vettel. Ah, da fährt jemand in eine Box. Haben sehr viele in die Box. Alle, die sich jetzt gerade bei der Safety-Car-Phase alles kaputt gefahren haben, ne? Komm mal, eine 5-Sekunden-Strafe. Juhu, das wird die beste Zeit, die ich jemals hatte, also die höchste. Gibt's dafür auch einen Rekord? Also Bonuspunkt oder so? Weiß ich nicht. Ich
finde, das sollten sie einführen. Auf Sprit für 5 Runden. Ob wir in der 12. sind, ist okay, oder? 11. Ich bin in der 12. DRS has been enabled. DRS is now enabled. DRS wurde aktiviert. Okay, wenn ich an einem Mercedes außen vorbeifahre, kann man die KI hochstellen, oder? Was? Nein, bitte nicht. Ich muss noch 47 Sekunden aufholen. Na, geht ja. Suggests some weather is going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Nur eine Sekunde zu schlecht. Caution. Nein. Das war knapp. Green flag. Ey, ey! Er schiebt. Ja, Kollision ist mir aufgefallen. Hamilton wollte mich schieben. Vor ihm in der Kurve willst rein. Du noch nicht etwa überrunden? The battery is low on energy. Reduce ERS deployment. So, wieder mein ERS deployment reduzieren. Drei Runden. This is your final lap. Noch. Final lap of the race. Damit sollte ich auskommen, denke ich.
Warum bist du Rennsieger? Das ist doch eine Lüge. Naja, weil ich halt bis auf den 16. ranfahren konnte. Bei der Safety-Car-Phase. Ich durfte das Safety-Car überholen. Ich war ja kurz davor, überrundet zu werden nach meinem Boxenstopp. Und dann durfte ich das Safety-Car überholen, dann durfte ich komplett wieder bis hinten ranfahren. Das heißt, ich hab nicht nur, dass ich nichts verloren habe, ich habe sogar was gewonnen. Und das Feld war komplett zusammen. Da habe ich irgendwie 3 Plätze gut gemacht, glaube ich. Ja, so ist das per Safety-Car. Da habe ich, ja, ich glaube 3 Plätze oder sowas gut gemacht. Oder 4. Guckst du mir zu oder fährst du noch? Box. Ich guck irgendwem anders zu. Ich guck, ja, mit dem Ball. Achso, nee, du hast keinen Controller. Ich guck grad, wem ich. Ah, da bist du. Ah, jetzt. Oh. Genau richtig zuschaut, wie du in die Wand einschlägst. Ja, es wird auch nass. Kannst noch in die Box fahren und Regenreifen aufziehen. Dann ist, glaube ich, egal, mit welcher Zeit ich fahre. Du bist auf jeden Fall vor Max Verstappen, der steht als DNF drin. Der ist also nicht mehr drin. Ah ja. Hier, da hinten komme ich. Ich komme links. Ein sehr schönes Rennen. Mein bestes Ergebnis in diesem Spiel. Sind da jetzt die Bunnies aufgezeigt? Sehr interessant, dass der 16. auf die Tribüne darf, oder? Warum? Ich verstehe das wohl nicht. Wer ist der 16.? Du bist 16. Ich bin doch Erster. So, okay. Ich war hinter dem 16. beim Safety Car. Ich durfte meinen Boxenstopp durfte ich komplett wieder reinfahren und den kompletten Abstand, den ich noch aufholen musste, irgendwie 9 Sekunden oder so, auch. Und das Feld war alles zusammen. Oh, okay. Ich habe 3-4 Plätze gemacht direkt. Dann sind die alle in die Box gefahren. Und dann habe ich der Reihe nach noch die restlichen 6 oder irgendwas überholt. Ein großer Erfolg für Racing Point. Ich habe 13 Sekunden Strafe bekommen. Grosjean hat 5. Guck mal, ich habe 2 Minuten Abstand auf dem vor mir. Oh ja, 3-mal Strafen. Davor sind aber auch welche mit 2 Strafen. Hamilton. War doch Zweiter. Ha! Hat der eine Strafe dafür bekommen, dass ich, dass er mir reingefahren ist? Vollkommen zu Recht. Ja. Max Verstappen ist wegen mechanischem Versagen ausgeschieden. Ganz viele haben 5 Sekunden Strafe wegen gelbe Flagge ignoriert bekommen. Ich ganz viel blaue Flagge ignoriert. Wo guckst du das nach genau? Rennleitung und dann einmal nach rechts. Ah, da. Kollision mit Hamilton. Kollision mit Verstappen. Ah, da bist du. Wie weit exceeded Track Limits, Corner Cutting, Kubica. Ja, das war halt dieser eine, wo mir einer voll reingefahren ist und mich in den nächsten geschoben hat. Ich bin einmal. Also, ich glaube, wir müssen mal wegen Russell, Warnung wegen Kubica, Warnung wegen Kollision mit Norris. Nochmal der. Regeln ein bisschen relaxen. Im Multiplayer geht das, glaube ich, nicht besser. Ich wurde nur verwarnt. Ist das halt im Singleplayer, wenn das nie passiert? So.